Bedrohlich, körperlich, unberechenbar. Rolf Hoppe, das Schauspieler-Raubtier. Heil, Stabschef. Heil, Anschau. Am Anfang war ich dann wirklich der Böse, immer so der Böse. Und das hat mich schon geärgert, gekränkt. Finger weg! Dass ich nicht auch der Lustige sein konnte. Also die Sehnsucht, Clown zu spielen. Na los, auf! Holt euch die Rot heute! Der die Welt mit den Augen eines Kindes sieht und dass die Menschen sich darüber freuen können. Mit dem Suchen nach dem Lachen, mit dem bösen Lachen, mit dem Verlachen, mit dem befreienden Lachen. Ich bin im Südharz geboren und war 15, als der Krieg zu Ende war. Und seit der Zeit bin ich wirklich immer im Lachen hinterhergelaufen. Mein Vater hat gesagt, der liebe Gott hat uns für die Mühseligkeiten dieses Lebens die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen gegeben. Grüß dich, Arthur. Hast du mal wieder geschafft? Grüß dich, mein Lieber. Elrich mal wieder gesehen. Ja. Rolf Hoppe, Wahl-Dresdner, Bäckerssohn, Kutscher, erst später Charakterschauspieler. Ein Elricher Jung, das Elrich bei Nordhausen. Geboren wurde Hoppe im Fachwerkstädtchen am 6. Dezember 1930 mit seinem Freund Arthur Buchmann im Kindheitsort. Ich entsinne mich nur, dass hier mein erster Zirkus stand. Hier an dieser Stelle. Ein Puppenzirkus. Nein, mit Steckenpferden, richtig geritten, mit Puppen. Ja, doch. Gefällt sie dir, Lenchen? Ein Reich der Fantasie, ein Reich der Kindheit hier. Merci. Das Geheimnisvolle ist doch immer das Interessanteste, oder? Für mich jedenfalls. Moin. Moin. Och, ja. Wo kommst du denn her? Aus dem Auto. Och, wärmer. Hoppe, mein Name. Von 37, die wir waren, sind 26 verstorben. Männer ist ja auch gestorben. Was machen denn die Kinder? Oh ja, ich hab schon wieder Enkel. Wir mussten ja dann nachher auch ran. Ja. Du musst es wahrscheinlich in der Backstube, musstest auch das Holz muss ja alles rangeholt werden. Ja, und bei uns, wir mussten fürs Essen sorgen, müssen für die Heizung sorgen. Mein Vater war ja noch in Gefangenschaft. Ja. Und ich hatte ja immerhin drei Frauen, zwei Omas und die Mutter. Schämst du dich denn nicht, dich wie ein kleiner Junge zu benehmen? Ich in deinem Alter aber schon längst die Bürde der Regierung auf meinen Schultern getragen. Ich habe schon geglaubt, dass in der DDR Hoffnung zu finden sei. Ich war in der Antifa-Jugend, selbstverständlich. Ich gehöre ja zu der Generation, die gesungen haben, das neue Leben muss anders werden. Aus der Antifa-Jugend wurde dann die FDJ und die Südharzer Jungspatzen. Es war eine ganz organische Entwicklung. Und wir haben uns immer gefreut, wenn wir die anderen zum Lachen bringen konnten. Es wurde improvisiert. Das heißt, was machen wir, spielen wir heute? Meinst du, wenn Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel und so weiter. Nun, das war dann nachher dein Metier. Und da seid ihr dann nachher Jacken linksrum angezogen und Mützen umgekrempelt und all sowas. Und da wurde am Stegreif dann die Märchen gespielt. Ja. Schönen guten Tag, Herr Hoppe. Guten Tag. Ich habe noch ein paar Fotos von Ihren Eltern herausgefunden. Also wenn Sie mir das schenken würden, ja, würde ich Sie mich freuen. Können Sie behalten. Die Kleine, ja. Ne? Hier war der Backstuhl. Das ist der Backstuhl. Das Fenster wurde aufgemacht, hier wurde die Wilddecke immer reingeschoben. Ja. Moin. Meine Enkelin, die möchte von dir mal ein Autogramm haben, Rolf. Rolf? Ja. Schreib nur Rolf hin. Ja? Ich habe ja praktisch von meinen Freunden eingeredet bekommen, dass ich Schauspieler werden soll. Ich habe doch gar nicht richtig gewusst, was das war. Ja, mein Vater hat gesagt, lass ihn nur gehen, der wird schon wiederkommen. Ich der. Nur was vom Pferdestellen verstand und dann Brötchen gebacken hat, weil er Hunger hatte. Mein Vater hat mich ja erst in meinem
fünften Engagement auf der Bühne gesehen und hat er gesagt, ich glaube, es war doch richtig, was du gemacht hast, Junge. Ich habe immer nur gedacht, du würdest sagen, die Pferde sind gesattelt. Da war ich sehr froh. Er startet durch. Von der Harzstadt Nordhausen, wo er privaten Schauspielunterricht nimmt, über das Konversatorium und das Theater Erfurt, weiter nach Halle, Greifswald, Gera, Leipzig. Der junge Hoppe hat die Muskeln eines Stallburschen und die Wissbegier eines Faust. Er spielt rebellische Stürmer und Heinrich den Achten. Die Laufbahn ist alles andere als bruchlos. Ich habe da im Weihnachtsmärchen gespielt, übrigens meinen einzigen Märchenprinzen. In Prinzessin und der Schweineherd. Und da war ich erkältet und habe trotzdem die Vorstellungen gespielt. Ich muss ja Nachmittag und Abend spielen und wusste natürlich nicht, wie man sich, wenn man krank ist, rettet durch eine Vorstellung. Und habe dann praktisch die Stimme in der Hand gehabt. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, ich soll meinen Beruf wechseln. Majestät, dürfen sich das alles nicht so sehr zu Herzen nehmen. Aber ich war eben sehr dickköpfig. Und da haben mir die Pferde geholfen. Ich bin zum Zirkus gegangen und habe Pferde geputzt und Pferde mit eingeritten. Und da habe ich mich immer wohlgefühlt im Stall. Denn mein erster Beruf war ja auch Pferdebursche im Videosof bei Helwig. Der Harzer Bauernschädel kämpft an einem Sprachinstitut in Halle. Wie ein Wunder kehrt die Stimme zurück. 1961 geht der begnadete Menschendarsteller nach Dresden. Die Stadt wird ihm Heimat. Hoppe spielt am Staatstheater griechische Tragödie, Lessing, Kleist, hunderte Rollen, ein Besessener. Ich hatte damals eher Möglichkeiten, nach Berlin zu gehen als nach Dresden, weil das Dresdner Ensemble ja sehr festgefügt war. Ich war sehr froh, doch nach Dresden engagiert zu werden. Ja, naja, und da bin ich dann eben hängen geblieben, es wurde mein Zuhause. Es waren natürlich auch die Menschen, hier ist man sehr gerne ins Theater gegangen. Auftritt in Elektra, selbst hier Pferde. Bei Sonnenaufgang, das Wagenrennen war mit schnellen Pferden, da trat er an mit anderen Wagenlenkern. Aus Achaia und aus Sparta jeweils einer, zwei Libyer, vier Rosse vor dem Wagen. Und unser hinter diesen mit thessalischen Stuten. Ich gehe immer von Lessing aus. Ein Mensch spielt Menschen für Menschen.